In diesem Video lasse ich jetzt meine zwei Drucker mal gegeneinander antreten. Zum einen auf der linken Seite habe ich hier den Epson XP810 und auf der rechten Seite den Canon Maxify MB5150. Was ist die Challenge heute? Naja, ich habe 10 Blätter eingelegt, die sind nicht bedruckt, sind 10 leere Blätter. Nichtsdestotrotz lasse ich die mal in Farbe einscannen und als PDF dann noch umwandeln und gleichzeitig sollen beide Seiten gescannt werden. Eine Besonderheit bei dem Canon ist, dass der das durch einmal einziehen schon beide Seiten scannen kann, wohingegen der Epson die wenden muss. Also der Epson wird wahrscheinlich verlieren. Ich habe es noch nicht getestet. Ihr seid jetzt also beim ersten Mal live dabei. Aber eigentlich hat der Epson gar keine Chance hier. Aber das verdeutlicht halt mal, welche Vorteile so ein Dual-Duplex-Scanner hat, der nicht nochmal das Blatt rumdrehen muss. Das werdet ihr gleich sehen, was für einen Aufstand der Epson machen muss, um eben halt die zwei Seiten scannen zu können. Damit jetzt hier nichts unfair wird, habe ich bei beiden die gleichen Einstellungen genommen. 300 dpi, Farbe und PDF. Und lass hier auf USB-Sticks scannen, also dass jetzt hier nicht irgendwie im Netzwerk noch ja, andere Faktoren eine Rolle spielen können. Ja, also ich werde jetzt mal bei beiden gleichzeitig auf die Starttaste drücken, wie gesagt bei beiden mit Farbe. Ich versuche jetzt mal gegen den Drucker hier anzusprechen, also der Canon ist jetzt schon fertig. Ich schaue jetzt mal hier gerade bei meinem Epson, der hat von den 10 Blättern gerade mal 2 Stück geschafft durchzuziehen. Also dass das so ein extremer Unterschied ist, hätte ich jetzt doch nicht erwartet. Aber wir lassen den mal fertig scannen, wir wollen ja am Ende ein Ergebnis haben.
So, jetzt kommen wir zum letzten Blatt und da kommentiere ich mal ein bisschen, was passiert. Er wird jetzt das erste Mal das Blatt einziehen und die eine Seite scannen. Und achtet mal drauf, ich nehme mal hier die restlichen Papiere weg, jetzt sieht man es besser. Achtet mal drauf, was dann passiert. Der wird es dann nämlich umdrehen. Sieht man gleich. Jetzt zieht er es nämlich nochmal zurück und scannt es von der anderen Seite ein. Und jetzt zieht es nochmal ein und das ist nur dafür gedacht, also wenn er jetzt fertig ist, jetzt, das ist jetzt nur dafür gedacht, damit das, also da hat jetzt nichts mehr gescannt, sondern das ist nur für die Sortierung am Ende gedacht. Also das ist halt, wenn es dann in diesem Ablagefach liegt, dass es dann in der richtigen Reihenfolge liegt. Also er muss es zweimal einziehen insgesamt, also einmal oben einziehen, dann einmal raus, wieder einziehen, nochmal raus, wieder einziehen. Und das ist das, was so lang dauert. Ich habe jetzt die Zeit nicht gestoppt, ich werde es jetzt anhand der Videodatei einfach ermitteln und blende euch mal die Zeiten ein, wie lange die Drucker gebraucht haben, aber der Unterschied ist ja Wahnsinn. Hätte ich jetzt auch gar nicht so gedacht. Da hat sich der neue Drucker doch, oder der neue Scanner doch sehr gelohnt.